Wir freuen uns sehr, euch nachher dort zu treffen. Bevor wir da hinkommen, ist es uns aber ein ganz, ganz besonderes Anliegen, Folgendes loszuwerden an dieser Stelle. Wir möchten diese Vorstellung all den Lesben, Schwul, Trans, Bi und Intermenschen widmen, die vor uns da waren und die nur davon träumen konnten, dass sie sich irgendwann nicht mehr verstecken müssen. Aber Druck und Anfeindung gegenüber queeren Menschen ist leider heute immer noch da. Uns ist es heute ein Anliegen, uns auszusprechen in Solidarität für Tessa Ganserer. Das ist eine von zwei Transfrauen, die für uns, gewählt von uns, im Bundestag sitzt und für unsere Rechte kämpft. Und diese Frau, Tessa Ganserer, erlebt gerade richtig schlimmen Hass und es wird ihr sogar aberkannt, dass sie eine Frau ist. Ich persönlich erlebe, dass diese Suche nach dem Selbst eine der schwersten Aufgaben ist, für die jeder Mensch gestellt wird. Überall, egal was er ist. Und wir verschwenden so viel Zeit auf unserer eigenen Suche, anderen Leuten sagen zu wollen, wer oder was sie zu sein haben. Und wenn jemand für sich eine Lösung auf diese Frage gefunden hat, dann sollte niemand diese Lösung in Abrede stellen. Niemand. Und ganz ehrlich, Transfrauen sind Frauen und Transmänner sind Männer. Das nimmt niemandem irgendetwas weg. Niemandem. Wirklich. Wir verabschieden uns von euch mit den Worten, dass wir uns wünschen, dass jede und jeder die oder der sein darf, die sie oder er ist. Danke euch.